einer weiteren Folge. Real Farming Alice 19 meets Reality. Ich mache weiter Kahlschlag hier im Pachtwald. Ich hoffe nur, dass nicht irgendwann die Gemeinde auf die Idee kommt, dass ich für die Aufforstung zahlen muss. Weil wenn das kommt, dann habe ich ein kleines Problem. Weil es sind Kosten, mit denen rechne ich halt nicht. Das wäre schade. So, aber ich wollte eigentlich auch noch was anderes durchrechnen. Warte mal, ich muss mal gerade den Taschenrechner aufmachen. Und zwar 1700 mal 8 gleich mal 1,2 gleich 16.000. Steuern, also 15.000 nochmal verdiene ich daran circa an der Holzkohle. Ist wichtig, ich muss wissen, wie viel Geld reinkommt. Ich muss den Blinker annehmen. Knöpfchen bekommen. ...15.000, die noch mal reinkommen, das ist ganz schön gut. Boah, Glück, ich habe den gefangen irgendwie. Doch nicht. Och Mist, ey, so ein langer Baum, der jetzt eben nicht gehäckselt wird. Nicht per Hand machen muss, ey. Mal gucken. Vielleicht kriegt unser Harvester ein Update. Oder lass es mir da einen neuen Kopf vorne anbauen. Der auch vertikal. Greifen kann, sage ich jetzt mal. Muss mal überlegen. Alter, diese Klinge. Folge Varuna, hallo. Ich habe jetzt hier Stereon, aber der hat keine Stereo-Befassung. Ja, hinten steht die Werkstatt, können Sie drauf machen. Okay. Akkuschrauber und Bohrhammer liegt alles da. Okay, ja, dann mache ich. Ein Bohrhammer. Schlagbohrer meine ich natürlich. Tschö, danke. Jo. Fragt er nicht nach. Ist normal nicht sein Job, aber ist ja gut, wenn er es trotzdem macht. Sind halt doch ein paar gute dabei. Ja, zu schwer. Auch zu schwer, ey, Mist. Ey. Komm jetzt her, blödes Stämmchen hier. Den Jürgen haben wir anrufen. Fragen, ob der so einen Bohrkopf bestellen kann. Er ist so ein Harvesterkopf. Jetzt los. Als ob das zu schwer ist.
die ganze Geschichte natürlich wieder etwas länger. An dem Punkt waren wir eigentlich weg mit dem Harvester. Maruna, Volker hier, hallo. Volker? Ja. Deine Pacht läuft morgen aus. Welche Pacht? Vom Wald. Nee. Doch? Nee. Doch? Nein, die Pacht lief diese Woche erst an. Ja, eine Woche. Läuft Nein, zwei aus. Wochen. Nein. Wir hatten zwei Wochen gesagt. Was meinst du, weshalb ich heute zu Gas gebe? 13.07. bis 19.07. Eine Woche. Nee, zwei Wochen hat man gesagt. Nein, die Pacht ist eine Woche. Willst du mich verarschen, oder? Nein, ich hab's aufgeschrieben. Ja, die Pacht ist eine Woche. Die 9.700. Die gelten für eine Woche. Jung. Was? Ich versorge dich gerade so gut mit scheiß Aufträgen. Und du fällst mir so in den Rücken. Jeder will gerade Paletten von dir transportiert haben. Pass auf. Ja. Ich regel das mit der Stadt ab. Bist ja auch im Gemeinderat, dass du eine Woche kostenlos kriegst. Das ist doch schon, ja, will ich ja gar nicht. Aber ein bisschen brauche ich noch. Also brauchst du noch eine Woche. Ja, mach eine Woche, aber ich werde die ganze Woche ja gar nicht nutzen, weißt du? Also die Woche. Okay, gut. Ja. Tschüssi. Also zukünftig nur eine Woche und Felder zwei Ernten oder was? Ja. Interessant. Du machst auch so, wie es dir passt, oder? Nein. Aber du, wenn ich dich gerade mal an der Strippe hab. Hast du eine Ahnung, ob es einen Harvesterkopf zum Wechseln gibt, der die Bäume wieder aufsammeln kann? Weißt du, gibt's da sowas? Du meinst die wieder losgelassen werden? Ja, dass du die wieder aufgreifen kannst. Dass du den Kopf drehen kannst. Es gibt einen Spezialharvester. Den kann ich mir wohl kaum leisten. Aber warte mal, der ist es. Ah ne, doch, den habe ich gekauft. Ich werde mir wohl kaum jetzt einen neuen Harvester kaufen können. Muss ich eher mit dem Händler verhandeln, dass er mir den vielleicht tauscht. Was könntest du machen? Der ist auch was billiger als deiner. Ja? Ja. Das wäre mir relativ. Kannst du sogar noch eine Farbwahl machen. Das wäre mir auch relativ egal. Nee, aber der hier, muss mal gucken. Der hier hat nämlich sowieso ein paar Hydraulikprobleme. Vielleicht kann ich den reklamieren. Ja. Ich ruf mal einen Händler an. Ich verlängere dir die Pacht dann noch. Ja, danke. Ja, ich werde sie nicht, die ganze nächste Woche werde ich sie nicht brauchen, nämlich. Jo. Hä? Warum macht denn der schon? Jo, gut, bis dann mal. Tschüss. Jo, tschüssi. Weshalb das immer wieder sich nach hinten verschiebt. Fahre ich da mit dem Harvester dagegen oder so? Ich weiß nicht. Oh, guck jetzt schon wieder, ey. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Ja, Folge Varuna, hallo. Hallo Varuna. Jo, was hast du mir da für einen Scheiß verkauft, ey? Scheiß verkaufen? Ja, den Harvester. Der hat die ganze Zeit Hydraulikprobleme. Der lässt immer Bäume los. Keine Ahnung was. Also, ich wüsste nicht von einem Rückruf. Beim Hersteller soll alles normal sein. Und ich habe ihn, also sie haben den sicher selbst ausgesucht, aber
Wir können uns gerne mal mit dem Hersteller in Verbindung setzen, ob es da Probleme gibt. Ja, machen Sie mal. Also, keine Ahnung, jeder zweite Baum lässt sich ja fallen. Vorhin hat mal die Hydraulik gesponnen, da habe ich ihn abgestellt, dann hat er sich plötzlich umgedreht. Also, ist schon merkwürdig bei dem Teil. Also, eigentlich darf das ja nicht sein, aber es kann sich dann... Richtig, sehe ich auch so. ...handeln. Ja, eben. Den müssen wir dann mal gegebenenfalls in die RMA zurückschicken. Okay. Ja, und wer zahlt mir den Ausfall? Ja, ich denke mal, dass dann Ponze ihnen Ersatzfahrzeug gibt. Okay, na, das wäre eine Idee. Ja. Also, das würde ich zumindest erwarten. Ich meine, das ist ja auch nicht billig, das Fahrzeug. Nee. Also, da kann man ich da. Einfach so mal Preis, an die halbe Million, die ich investiert habe. Naja, bei so einem Preis darf man eigentlich auch keinen Ausfall erwarten. Also, da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Vor allem die Produktivität ist ja schon sehr gut, aber wenn die Hydraulik die ganze Zeit spinnt, dann kann man halt nichts mehr machen. Ja, okay, ich werde mich mit Konze in Verbindung setzen. Jo, gut, bis dann mal. Tschüss. Ja, tschüss. Vielleicht habe ich ja tatsächlich Glück. Und die schicken mir tatsächlich dann einen neuen. Dann wäre ja optimal. Ich will auf jeden Fall einen Anhänger noch voll haben und eigentlich einen Anhänger noch bei der Kartonproduktion einfüllen und dann ist gut. Also dann hätte ich ja erstmal genug Hackschnitzel vorrätig. Guck dir das an. Folge war ohne, hallo? Hallo? Ja. Zweite Woche Grüße geschenkt. Ich hab mit dem Neumann geredet. Ich verlängert das jetzt auf 2 Wochen für die Wälder. Pacht hast du ja schon gezahlt und Felder sind 2 Ernten. Ja, das war ja so. Ja. Okay. Ey, die Hydraulik hier ist völlig am Arsch. Beim Neumanns LKW auch, der fährt nur noch rückwärts. Der Getriebe am Arsch oder was? Keine Ahnung. Ja, muss ich halt mal nachgucken. Ich muss den Tank erstmal leer laufen lassen. Wer zahlt die Umweltprämie? Ja, das passt. steht überm. Ja. Okay. Ja, gut, weiß ich Bescheid. Ich hoffe mal, dass Ponse da ein Ersatzfahrzeug schickt. Bin mal gespannt. Gut, bis dann aber erstmal. Jo. Tschüss. Tschüssi. Ach, schon wieder, ey. Viel brauche ich ja nicht mehr. Aber es ist halt einfach ärgerlich, wenn das Ding die ganze Zeit runterfällt und dann musst du doch wieder aussteigen. Ich habe das Teil ja gekauft, weil es bequem ist. Easy going. Ja. So, einen mache ich noch rein.
besten den hier gleich. Da kommen wir dann nächste Woche auch noch ein bisschen besser rein. Nicht, weshalb sich der immer verschiebt, ey. So, letzter Baum für heute, für diese Woche. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, wie immer. Wenn ihr schon habt, vielen Dank. Freut mich umso mehr. Und dann natürlich, wie immer, bis morgen. Nächste Folge, 16 Uhr. Real Farming, LS19 meets Reality. Haut rein, macht's gut. Tschüss.